Wo sind denn alle? Weiß nicht genau. Nefarius und seine Truppen sind aufgebrochen, als dieser Butler-Typ dich in die Halle geworfen hat. Keine sehr angenehmen Gesellen, was? Nein, überhaupt nicht angenehm. Darf ich nach dem Zweck dieser Anlage fragen? Das hier? Das ist der größte Notfallplan des Weltalls! Komm, auf uns warten. Nein, nein, nein! Ah, komm schon, blöder Hyperschall-Hirnwälze-Hacker! Da wundern sich alle, warum wir diesen Ort geheim halten. Zutritt verweigert. Nur ranghohes Personal. Öffne das optische Laufwerk. Ich bin ranghohes Personal. XJ0461 ist bei mir. Während du bewusstlos warst, habe ich einen Quantenaktuator in dein Schaltschema eingebaut. So kannst du mehrere selbst erzeugen. Mehrere selbst? Wie könnten wir hier sonst überhaupt etwas erledigen? Zeichne einfach deine Handlungen mit den Zeitfeldern auf und starte sie, während dein aktuelles Ich andere Dinge erledigt. Zeitfelder können knifflig sein. Ich zeige dir, wie sie funktionieren. Tritt zuerst auf das Zeitfeld. Starte dann die Momentaufzeichnung. Jetzt öffne ich einfach die Tür und die Momentaufzeichnung beenden. Wenn ich jetzt auf dem zweiten Feld aufzeichne... Darklenk, das bin ich! Jetzt muss ich nur warten, bis ich mir die Tür aufmache. Tada! Jetzt kann ich durch die Tür. Ziemlich genial, hä? Nur zu, probier's mal aus. Momentaufzeichnung initiiert. Jetzt aktiviere das andere Zeitfeld und lass dein vergangenes Ich... Momentaufzeichnung initiiert. Eine ziemlich geniale Sicherung. Hast du sie entwickelt? Machst du Scherze? Orbus war der Kluge. Mit Zeitfeldern kannst du auch über alte Ichs neue Aufnahmen machen. So kannst du alte Handlungen und noch viel mehr tun. Starte zuerst die Aufzeichnung und öffne die Tür der Kammer. Beende die Aufzeichnung, wenn die Kammer offen ist. Als nächstes starten wir die Aufzeichnung auf dem zweiten Zeitfeld. Wenn dein vergangenes Ich die Kammer öffnet, tritt ein und öffne die Tür. Beende jetzt die Aufzeichnung. Okay, jetzt wird's schwierig. Da dein vergangenes Ich, das die Tür offen hält, in der Kammer ist, musst du dein anderes Ich überspielen, um herauszukommen. Öffne die Kammer und lass dein vergangenes Ich rein. Wenn es dann den Ausgang öffnet, kannst du raus. Probier's mal aus. Momentaufzeichnung initiiert. Momentaufzeichnung initiiert. Du hast es fast geschafft, Clank. Du musst nur noch dein erstes Ich neu aufnehmen und das andere öffnet dir dann die... Momentaufzeichnung initiiert. Ganz wunderbar! Hera! Orbus hatte recht. Du schaffst das schon. Jetzt schnell zur Mnemonikkammer. Oh, oh Mann! Das hatte ich gerade erst repariert. Da wären wir. Und? Bereit, Orbus zu treffen? Ich bin bereit. Zutritt gewährt. Willkommen in Mnemonikstation Beta. Tada! Wo ist Orbus? In deinem Kopf natürlich. Versteckt in einem geheimen Bereich deines Gedächtnisses. Dr. Nefarius hat über ein Jahr lang versucht, sich hineinzuhacken. Ich muss deinen Neuralschutz lahmlegen und dich in dein Unterbewusstsein schicken. Auf geht's!
Hallo, XJ0461. Willkommen in deinem Unterbewusstsein. Ich bin Orvus und ich freue mich schon ein Weilchen auf deine Rückkehr. Ich verstehe das nicht. War ich denn schon mal hier? Du glaubst doch nicht, deine Seele kommt aus einer Robotfabrik, oder? Ich habe dich erschaffen. Oh, du hast bestimmt viele Fragen, aber zuerst habe ich ein Geschenk für dich. Und los geht's, wir haben viel zu tun, wenn du meine Arbeit übernehmen willst. Bist du wirklich mein Vater? Nein, mein lieber Junge. Ich bin ein Programm, eine digitale Simulation des echten Orvus. Am Tag seiner Geburt in Solana installiert. Aber keine Angst, ich kenne all seine alten Witze. Lektion 1. Ich zeige dir, wie man die Zeit manipuliert. Dieses Chronozeptor kann Zeitbomben erzeugen. Versuch mal, damit auf die andere Seite zu kommen. Bravo, XJ0461. Bravo! Jede Bombe enthält genug Quantenenergie, um die Zeit ein paar Momente lang zu verlangsamen. Quantenenergie ist sehr instabil. Darum kannst du nur eine Bombe auf einmal werfen. Das Objekt siehst, berühre es mit dem Chronozepter. Dann wird es wieder so, wie es war, bevor es kaputt gegangen ist. Na los, probier's mal. Sehr schön, XJ0461. Du machst das sehr gut. Jetzt zu Lektion 2. Wie lautet Lektion 2? Zeitmanipulation durch überlichtschnelle Partikelbeschleunigung? Nicht ganz. Ich zeige dir, wie du mit einem großen Stock Dinge schlägst. Und zu schleichen sich Kreaturen in die Uhr ein. Ein guter Hüter schützt die Geräte um jeden Preis. Ja, aber wie funktioniert das alles? Alles zu seiner Zeit, mein Sohn. Jetzt denk mal an jemanden, dem du gerne eins überbraten würdest. Vielleicht ein Blödmann, der dir das Leben mal schwer gemacht hat. Wunderbar, aber das kannst du auch noch besser. Sehr gut, mein Sohn. Und jetzt lass es mal so richtig schön krachen. Ich glaube, du bist bereit für mehr. Ich dulde sonst kein Machwald. Nur noch ein paar. Du machst das sehr gut. Gute Arbeit. Denen hast du gezeigt, wie die Uhr schlägt. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Oh je. Du warst fantastisch, mein Sohn. Ich bin mir sicher, dass du dich gut um diesen Ort kümmern wirst. Aber wo wirst du sein? Dies ist deine Anlage. Nein, mein lieber Junge, es ist deine Anlage. Die große Uhr und alles darin hinterlasse ich nun dir. Hüte und beschütze sie. Erfülle deine Bestimmung. XJ0461. Programmende. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dich an Bord zu haben. Siegmund, was ist dem echten Orvus passiert? Er sagt, es ist geheim. Und ein Hilfshüter kann ein Geheimnis bewahren. Jawohl. Komm, es gibt ja einen Orientierungsraum, in dem du alles Notwendige über die große Uhr erfährst. Cartoons kannst du dir dort auch ansehen.
Getränk! Teratropen! Teratropen sind fiese kleine Dinger. Sie leben von Quantenenergie und können deine vergangenen Ichs sehen. Der miese Hyperschall-Hirnwellen-Zerhacker muss sie reingelassen haben. Das war absolut super. Ich hätte dir ja geholfen, aber ich bin nicht so sehr der Kämpfertyp. Die Holobrücke ist wohl kaputt. Du musst dir einen anderen Weg suchen. Auch deine alten Ichs können Zeitbomben werfen. Aber denk daran, immer nur eine auf einmal. Das ist sicherer für dich. Momentaufzeichnung initiiert. Ich sagte, Schuschu! Weg hier! Haut ab! Verschwindet! Momentaufzeichnung initiiert. Teratropen! Halte sie von deinem alten Ich fern! Du wirst langsam richtig gut darin, Clank. Ich hasse dich, Hyperschall-Hirnwellen-Zerhacker. Kanal repariert. Ich kriege dich. Zwar nicht jetzt, aber bald, nachdem ich Karate gelernt habe. Und ich sage nur, du stehst auf meiner Liste, Kumpel. Sigmund? Ich glaube, er ist weg. Genau. Lauf weg. Momentaufzeichnung initiiert. Momentaufzeichnung initiiert. Momentaufzeichnung initiiert. Momentaufzeichnung initiiert. Momentaufzeichnung initiiert. Denk dran, du kannst jederzeit eins deiner alten Ichs überspielen. Wow, sogar Orbus hatte mal Probleme damit. Mist. Sieht sehr knifflig aus. Computer, kannst du die Getriebe in Sektor 3 ausschalten? Negativ, aber ich drücke beide Daumen. Momentaufzeichnung initiiert. Blödes, sarkastisches, veraltetes Stück. Das habe ich gehört. Momentaufzeichnung initiiert. Momentaufzeichnung initiiert. Ja.
Momentaufzeichnung initiiert. Aufgezeichnete Entität hat versagt. Momentaufzeichnung initiiert. 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 Nicht autorisierte Schallgerät in Überwachungsstation Zulu. Achtung, nicht autorisiertes Schallgerät nähert sich. Clank, Vorsicht! Es ist der Hyperschall-Hirnwellenversager! Achtung, nicht autorisiertes Schallgerät in Sektor 3. Da kommt er! Deine Zeit ist gekommen, Hyperschall-Hirnwellenversager. Hyperschall-Hirnwellenversager! Weißt du, mit wem du dich hier anlegst? Pass auf, er benutzt einen Schallstoßemitter. Mach ihn fertig, Clank! Aufpassen, Clank! Terratruppen! Willkommen, Hyperschall-Hirnwellen-Sahaka. Lass uns tanzen. Pass auf! Er benutzt einen Schallstoßemitter. Mach ihn fertig, Clank! Aufpassen, Clank! Terratruppen! Thank you.
Nervenzellen zerhackt? Das war einfach unglaublich! Meinst du, du kannst mir irgendwann mal zeigen, wie man so kämpft? Versuchen wir es nochmal! Nacht der lebenden Wobbelwesen, Akt 3, Szene 4! Alles klar am Set? Hätte ich doch was Anständiges gelernt. Und Action! Lebend kriegst du mich nie, Quark! Die Zeit unterliegt meiner Herrschaft! Oh, störe ich vielleicht? Lawrence, ich probe für meine episch-romantische Action-Weltraum-Komödie! Mein Fehler, Sir. Ich hielt es für ratsam, Ihnen zu sagen, Clank ist unterwegs zur Orvus-Kammer. Sir. Perfekt! Der Moment, auf den ich so lange gewartet habe, ist nah! Nun, wenn es nichts mehr zu besprechen gibt... Es gäbe da noch eine Kleinigkeit. Ich habe die Fähigkeit zu leben verloren, Travis. Ich wurde von einem Stamm Nomaden, Ninjas, verflucht, als ich ein Kind war. Ich weiß, Lance. Ich gehörte zu dem Stamm der Nomaden-Ninja. Sie dürfen sich nicht in unsere Pläne einmischen. Findet sie und löscht sie alle aus! Sehr gut, Sir. Nur zur Sicherheit, würden Sie bitte die Sicherung aktivieren, damit nicht noch mehr Truppen draufgehen? Die ist nicht mal geladen, du Trottel! Hier! Nächster! Eintritt in B-Sektor. Ratchet, Quark hier. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und anscheinend haust Azimut in einem stillgelegten Bergbauroboter auf Torren 4. Verstanden. Danke, Quark. Ich mache mich sofort dahin auf den Weg.